Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars, zum Mars Express DLC Let's Play. Schönes Wort für Galgenraten. Wobei, es waren mehrere Wörter, also von daher entfällt diese Option. Ja, wir sind schon in Sol 103. Ja, aufgrund der Voraussetzungen, die ich geschaffen oder gewählt hatte, sind wir relativ langsam mit all den Dingen, die wir machen, aber es ist nun mal so, wie es ist. Aber vielleicht sollte ich dann das Spiel wenigstens schnell laufen lassen. Ihr hattet mir geschrieben, ob ich denn bei der Schule was ausgewählt habe. Wir können ja mal durchgehen, was wir hier haben. Also wir haben den Überlebenskünstler ausgewählt. Verliert weniger Leben ohne Nahrung, Wasser, Sauerstoff oder wenn er in einer Kuppel mit zu wenig Strom lebt. Da ist natürlich die Frage, ist das eine gute Eigenschaft? Weil in die Situation kommen wir nicht oft, denke ich mal. Wir haben gelassen ausgewählt. Sämtliche Besonnenheitsverluste werden halbiert. Das klingt ganz gut. Den Nerd erhält jedes Mal einen vorübergehenden Moralboost, wenn eine neue Technologie erforscht wird. Das passiert ehrlich gesagt nicht so ganz oft. Also von daher könnte man auch das mal überdenken. Enthusiast, erhöhter Leistungsbonus bei guter Moral. Okay. Höhere individuelle Grundmoral, niedrigere Besonnenheit führt nie zu Selbstmord. Okay, da würde ich fast sagen, dass wir den Enthusiast und religiös dazu nehmen, statt des Überlebenskünstlers und des Nerds. Also aus Nerd machen wir dann religiös und aus dem Überlebenskünstler machen wir den Enthusiasten. Und ja, das ist das, womit ich jetzt erstmal mit arbeiten möchte. Was hättet ihr gewählt? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder was wählt ihr so grundsätzlich immer? Würde mich tatsächlich mal interessieren. So, unsere Mars-Universität arbeitet auch. Wir sind immer noch bei 24 Bewohnern. Das geht also nach wie vor schleppend. Was ich aber jetzt eigentlich planen möchte, ist hier oben unsere nächste Kuppel. Da hatte ich ja schon mal hier den Bereich so halbwegs ausgewählt. Und ja, ich glaube, wenn wir die hier so platzieren würden, dann sind wir ganz gut in Reichweite für alles. Dann können wir die Metalle. Ja, da kommt sie hin. Wir kommen an die Metalle ran. Wir kommen an das unterirdische Edelmetallvorkommen. Jetzt müssten wir nur noch uns mit den Drohnen-Hubs da ein bisschen weiter hinarbeiten, dass wir die auch, dass wir das Ganze bauen können. Das würde ich dann vielleicht jetzt mal als nächstes machen. Drohnen-Hubs. Wir haben noch drei Stück. Also eins kommt dort an die Ecke. Dann das nächste würde ich dahin bauen. Und dann das letzte, das wir aktuell haben, würde ich dann hier platzieren, dass das hier überall rankommt, was da so ansteht. Gebaut werden die jetzt nach und nach. Da müssen wir uns noch was überlegen, wie wir die Ressourcen da hochbekommen. Ja, schauen wir mal. Am besten geeignet sind dafür eigentlich immer die Universallager. Also wenn man jetzt zum Beispiel das hier nimmt, da würde sich hier wiederum eins, ja, da würde sich hier eins anbieten. So, da nehmen wir aber, wenn das dann gleich gebaut ist, nehmen wir da den Treibstoff raus, weil Treibstoff ist immer eine schlechte Idee. So, da müssen jetzt noch die Gesteinsabfälle weggebracht werden. Oh, das Ding ist auch voll. Also Treibstoffwunschmenge 3 ist in Ordnung. Dann werden immer 3 hingebracht und das kann dann weiter verteilt werden. Das machen wir gleich im nächsten Schritt. Aber erstmal würde ich dann jetzt vielleicht hier noch eine weitere größere, große Mülldeponie in Auftrag geben. Genau, da sieht man nämlich gleich, wie schnell auch die sich wieder füllt. So, dieses Ding kommt jetzt daran und könnte
hier ein Lager versorgen, wo dann das wiederum rankommt. Ja, das machen wir mal. So, Universallager nach dort. Und hier nehmen wir auch gleich den Treibstoff wieder raus. So, da kommt jetzt der noch ran. Und dann würde ich hier oben nochmal eins in Auftrag geben, wo eben der hier dann wieder rankommt. So können wir das Ganze dann hier verteilen. So, Erkundung. Also erstmal haben wir ein Handelsangebot, noch wieder Polymer für Beton. Ich weiß, dass wir da überlaufen, aber ja, was wir kriegen können, nehmen wir mit. Erkundungsdatenzugang, Nachricht ansehen. Der abgelegene wissenschaftliche Außenposten ist bereit und sendet bereits faszinierende Daten vom roten Planeten. Unsere Partner auf der Erde sind glücklich über die Vertragserfüllung und haben ihre Dankbarkeit durch eine große Menge an Geldmitteln ausgedrückt. Ah ja, die 750 Millionen waren das, ne? So, das könnten wir jetzt theoretisch nochmal machen. Weiß ich aber gerade nicht, ob wir das machen. So, stattdessen würde ich lieber mal was anderes hier machen. Wir haben ja hier diese Rakete, die jetzt gelandet ist. Und irgendwo habe ich gerade was gelesen. Ich weiß nicht, ob das noch aktiv ist. Ein Angebot. Wir schicken. Nee, das machen wir nicht. Was gibt's hier? 50 Beton im Austausch für 45 Metall. Das machen wir auch nicht. Und hier gibt es gar kein Angebot. Okay, gut. Ich meinte gerade, aber da habe ich das vielleicht falsch gelesen, dass es nicht mehr angeboten wird, Geld für Metall. Das hätte ich durchaus gemacht, aber wahrscheinlich bin ich zu spät dafür. Aber da wird es noch weitere Optionen geben. So, Forschung. Wir sind gleich mit der Forschung durch ewig jung. Das heißt, dann können unsere Kolonisten hier bis ins hohe Alter Kinder bekommen und arbeiten. Das heißt, die drei Senioren, die wir haben, können sowohl Kinder bekommen und die können und auch noch stehen uns auch noch als Arbeitskräfte zur Verfügung. Was uns auf jeden Fall ja hilft, also in jeglicher Hinsicht. A, wir bekommen mehr Kinder noch, voraussichtlich, und wir haben mehr Arbeitskraft. Also beides sehr positiv. So, die kommt jetzt gerade zurück von der Mars-Expedition. So, die Forschung ist durch, ewig jung, sehr schön. Jetzt überlege ich gerade, schicke ich eine Rakete zurück zur Erde? Oder lasse ich sie beide hier? Wir hatten auch noch Nachschubkapseln, also dann lasse ich sie gerade noch mal beide hier. Okay, so, hier oben müssen wir jetzt viel Material hochbringen, das könnten wir eigentlich mit dem hier mal machen, dass wir Ressourcen einladen, nämlich den Beton. Neue Handelsroute, Blue Sun Corporation. Genau, das seid ihr hier. Kontakt, Handel beginnen. Wir schicken 50 Metall im Austausch für 720 Millionen. Dies machen wir. Nehmen wir die Rakete, die schon bereit ist. Dann müssen wir nur noch jetzt 50 Metalle einladen und kriegen dafür 700 Millionen. 720. Mit dem Tausch kann ich leben. Und wir haben ein bisschen mehr Geld für alles Mögliche. So, die müssen wir jetzt einmal Beton abladen. Das ist dann auch die erste Verbindung, wo wir dann wahrscheinlich mit dem Mars Express, mit dem Zug mal arbeiten könnten. Freue ich mich schon drauf, dass das dann endlich mal losgeht. Brauchen wir hier noch 20 Metall und noch mehr Beton. Dann würde ich sagen, wir holen erst noch mal eine Fuhre Beton hier ab.
noch mehrere Forschungen ausgewählt. Ja, haben wir. Okay. Moment, jetzt müssen wir gerade nochmal überlegen. Das Pensionsalter und der Tod durch Altersschwäche treten im Leben eines Kolonisten erst deutlich später ein. Das Pensionsalter ist uns eigentlich egal, weil die Senioren können eh noch arbeiten. Und dass der Tod später eintritt, deutlich später, ist natürlich gut, aber ist das Verteidigungssystem oder andere Sachen nicht besser? Ich weiß es nicht, ist schwierig zu sagen. Wir lassen es vielleicht erst noch mal so und nehmen die Forschung mit rein. Ja, dass der Tod deutlich später eintritt, ist auf jeden Fall auch wichtig und gut. So, der lädt sich voll. Wir brauchen theoretisch nur 35, aber ich bringe trotzdem eine volle Ladung hoch. Unsere Treibstoffraffinerie kommt jetzt an ihre Grenzen, ne? Wir hatten doch irgendwo die Forschung, dass wir weniger Treibstoff brauchen, ne? Raketen und Shuttles benötigen weniger Treibstoff. Das schiebe ich mal eben nach oben. Das sind nur 945 Forschungspunkte, das haben wir ruckzuck erledigt. Gerade weil wir jetzt noch Sachen ausgelagert haben, das spart uns dann Treibstoff auf Dauer, das wir für andere Sachen brauchen. Für Shuttles wollen wir sie haben und so weiter. So, jetzt müssen wir Metalle einladen, nochmal Polymer für Beton, ja. Okay, die hebt gleich ab. Und dann gibt's wieder. Oh, wir haben eine Anomalie gefunden. Was denn für eine? Das sind Forschung oder den Durchbruch, ne? Wir hatten sonst schon so viele schöne. Vielleicht gibt es noch mehr spannende Sachen. 33, ne? Dann können wir den Rest hier noch mit Polymer voll machen. Dann haben wir auch davon genügend hier oben. Research complete. Und laden da alles ab. Forschung abgeschlossen, fortschrittliche Maßtriebwerke. So, wie viel brauchen wir jetzt noch? Vorher war es immer 80, jetzt ist es 60. Ja. Das hilft definitiv. Noch mal, was wir hier für Durchbrüche haben. Das hier ist eigentlich auch ganz gut. Ich nehme das mal dazu. Wird jetzt gleich fertig. Genau, es ist gleich schon alles da, auch ohne. Ja, ist egal. Dann wird da jetzt noch ein bisschen was eingelagert. Eine Stück Metalle fehlten doch noch. Das waren 10 und nicht 20. Okay. So, du darfst jetzt wieder automatisch. Durchbruch entdeckt Schnellschlaf. Die Kolonisten müssen nur eine Stunde schlafen und regenerieren während des Schlafens zusätzlich Besonnenheit. Wow. Das klingt im ersten Moment sehr gut. Die Frage ist, wenn die nur eine Stunde schlafen müssen, ob die dann mehr Zeit nutzen, um für Moral und so weiter zu suchen, oder ob die vielleicht sogar mehr arbeiten dann, oder wie das Ganze funktioniert, müssten wir mal schauen. So, die Kuppel, was machen wir mit der jetzt? Die müssen wir nicht zwingend sofort in Betrieb nehmen, könnten wir aber. Achso. Unsere Geldrakete ist zurück. Theoretisch können wir doch gucken, ob die das hier immer noch anbieten, oder? Ja, der Modus. Achso, handelt bereits, okay.
Warten wir mal, wenn sie gelandet ist, ob wir das dann nochmal machen können. Ja, dann machen wir das gleich nochmal. Die ist bereit, auf geht's. Da kommen wir so auch an Geld, auch wenn wir, dann exportieren wir jetzt Metalle statt Edelmetalle, ist auch nicht schlecht. So, wir brauchen Wasser, wir brauchen Sauerstoff und Strom inklusive Batterien. Wir haben das hier so geregelt, dass wir hier die Tanks direkt rangebaut haben. Amoxi ist da oben, ja. Und Wasser holen wir hier raus. Wir haben aber hier kein Wasser direkt in der Nähe. Oh, Forschungspunkte. Nicht mal ansatzweise in der Nähe haben wir. Haben wir Wasser. Das heißt, wir müssten hier mit einem oder mehrerer. Wo haben wir sie denn da? Feuchtigkeitsoperatoren arbeiten. Die haben wir aber noch nicht freigeschaltet. Wo finden wir die? Da. 7300 und kosten dann 2 Metall, 5 Polymer. Das ist natürlich günstig, weil wir Polymer ohne Ende haben. Nehme ich das nach oben oder nehme ich das nicht nach oben? Ich pack's erstmal nach oben und jetzt gucken wir mal eben, was ein Fertigbau für einen Feuchtigkeitsoperator kostet. 200 Millionen. Das sind 200 Millionen pro Feuchtigkeitsoperator, die wir uns ziemlich einfach sparen können, wenn wir die Forschung durchbringen. Ja. Essensschlag, deine Aufmerksamkeit wird verlangt, okay? Zwei der größten Fastfood-Ketten haben eine Anfrage zur Versorgung der Kolonisten geschickt. Möchtest du eine Diätlimonade zu deinem Triple Burger? Gratis. Du musst nur dafür sorgen, dass die Kolonisten Markenwaren essen und angeblich auch genießen. Die Nahrung auf dem Mars wird immer biologisch und organisch bleiben. Servicegebäude für Nahrung gewähren mehr Komfort. Erteilen wir McDonald's die Genehmigung. Kosten für Nahrungsimporte deutlich verringert. Bringt uns gar nichts, weil wir nichts importieren können. Erteilen wir Burger King. Wie schlecht. Kostenloser Bau von Servicegebäuden für Nahrung. Ich denke, ich nehme das mit mehr Komfort. Auch wenn das die beiden Ketten wahrscheinlich doof finden, finde ich das gut. Oh, wir haben aber inzwischen nachts ein dickes Stromdefizit, ne? Sektor scanned. So, dann planen wir mal. Ich würde sagen, die Servicegebäude können wir am besten in diese Richtung hier nach oben planen, weil da kommt ein Edelmetallextraktor hin, Metallextraktor, Metallextraktor und hier eventuell noch Beton. Dann planen wir das mal in diese Richtung. Ich bin jetzt so ein bisschen an dem Zeitpunkt, wo ich mich ärgere, dass wir viele Sachen noch nicht haben freischalten können. Auch das hier nur 1890 Punkte, das macht halt das Ganze so viel einfacher. Ja, da wir den eh noch nicht in Betrieb nehmen, warte ich dann lieber noch ein bisschen. Bis wir das bauen. 1000 Forschung erhalten. Gesteinsabfälle umwandeln. Wo ist das denn? Haben wir das überhaupt schon?
Ich weiß gerade gar nicht, worunter das ist. Auch nicht so wichtig. Das würde ich jetzt eh nicht kurzfristig erforschen. Der Gedanke kam mir nur gerade, wo ich die ganzen vollen Lager sehe. Da ist eins voll, hier ist eins voll. Das müssten wir halt mal. Ja. Das ist relativ voll. So, da gab es die nächsten 720 Millionen. Da sind wir schon 2,5 Milliarden. Da kann man schon ein bisschen was mitmachen, ne? Fraglich ist, was machen wir? Kaufen wir uns noch einen Transporter oder? Was man eben auch mal machen könnte, dass wir uns noch ein paar Erkunder kaufen. Gar nicht, weil wir sie unbedingt brauchen, aber die geben halt auch mehr Forschungspunkte. Oder wir kaufen noch mal einen ganzen Schwung elektronischer Geräte und dann machen wir die Geschichte hier. Dauerhaft 400 mehr Forschung. Was kosten denn noch mal elektronische Geräte? 5 Stück kosten 100 Millionen, das heißt 202 Milliarden würde uns das Ganze kosten. Was können wir Sinnvolleres mit dem Geld anfangen? Naja, für 2 Milliarden können wir aber auch 5 von denen kaufen und das wäre dann sogar 500 Forschung statt 400. Das wäre eigentlich die schlauere Variante dann, ne? Plus, das kostet ja auch noch 100 Metall und 100 Treibstoff. Gut, einmal fliegen wäre auch 60 Treibstoff, aber dann haben wir trotzdem noch 100. Ja, dann kaufen wir lieber ein paar ferngesteuerte Erkunde. So, bedeutet, wir können einmal die wieder landen lassen. Die hier können wir starten lassen, aber die soll kein Edelmetall mitnehmen, weil das möchte ich ja hier verarbeiten. So, ist es raus? Ja, ist es. Dann fliegt du jetzt zurück und dann holen wir damit ein paar Erkunder. Plus vielleicht auch noch andere. Ich weiß nicht, ob wir dann wirklich gleich 5 Stück kaufen. Das muss vielleicht auch nicht unbedingt sein, aber. Und uns nochmal 720 Millionen. Solange das Angebot da ist und wir viel Metall haben, machen wir das. So, hier unten haben wir schon alles. Dann geht's mal da oben weiter. Hier ist eigentlich ein riesiges Betonvorkommen. Warum? Oder anders gesagt, was spricht dagegen, hier schon anzufangen? Ne, wir brauchen den großen Solarkollektor, keinen kleinen. Bauen wir den außerhalb der Reichweite bezüglich der Wartungsprobleme. Dann bauen wir hier eine große Mülldeponie. Und wir bauen ein paar Betondepots. Okay, dann haben wir, glaube ich, einiges erledigt für heute. Maschinenteile müssten wir vielleicht auch noch mal mitbringen. Sehe ich, dass die knapp werden und die produzieren wir eben auch noch nicht selbst, ne? Das steht noch auf der To-Do-Liste. Ja, dann machen wir jetzt Ende für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen, konnte euch ein bisschen unterhalten und würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder ein Abo oder einen Kommentar oder beim nächsten Mal wieder einschaltet oder gerne auch alles, ne? Macht's gut, tschüss.